Katharina hier und das ist ein Video zu dem Thema Berufung. Und ich mache das für all diejenigen Menschen, die das Gefühl haben, ich kriege es überhaupt nicht auf dem Radar. Ich habe zwar endlos viele Ausbildungen, aber ich zweifle immer wieder an der Frage, was bringe ich eigentlich wirklich in die Welt? Gibt es sowas wie eine Berufung? Wenn ja, um Himmels Willen, was ist es? Soll ich mich für irgendeine Methode entscheiden mit meinen Ausbildungen? Und es gibt eine sehr simple Antwort. Das, was deine Berufung ist, ist von außen oft einfacher zu sehen als von innen. Und eigentlich ist deine Berufung sozusagen rundherum um dich sichtbar. Das sind die Themen, für die du immer wieder aufstehst. Das sind die Themen, für die du bereit bist, durchs Unterholz zu robben. Das sind die Themen, für die du dein ganzes Herz gibst, die du nicht niederlegen kannst. Also das sind Themen, wo du nicht sagen kannst, oh, scheiß drauf, jetzt gehe ich bei der Mikro die Kartoffelchips einsortieren, ich lasse das, sondern da gibt es etwas in dir, was das Thema halten muss und mit dem Ding weitergehen muss. Und lass uns doch mal diesen Blick von außen machen und dazu möchte ich einen kleinen Shift mit dir vornehmen. Anstatt sozusagen zu schauen am Horizont um Himmels Willen, wo ist denn diese Berufung und wo soll ich von diesen tausend Möglichkeiten hinsegeln, schau doch mal von außen, welche Themen haben von dir Besitz ergriffen. Im Englischen gibt es dann schon den Ausdruck, what has claimed you? Also was hat sozusagen deine Hand auf dich gelegt? Welche Themen, welche Fragen haben dich in Beschlag genommen? Und das sind oft große Themen. Das ist, das kann zum Beispiel ein Hunger sein nach größerer Ganzheit, nach Heilung, nach mehr Mut, nach mehr Freiheit. Das kann eine Suche sein, danach Gerechtigkeit zu verstehen oder Gesundheit zu verstehen. Möglicherweise bist du durch schwierige Krankheiten gegangen, durch extreme emotionale, psychische Krisen, durch Zeiten von großem Selbstzweifel, durch Zeiten von großem Verlust. Also welche Themen haben sozusagen ihre Hand auf dich gelegt und sagen, ich bin dein Buddy und mit mir wirst du lange Zeit tanzen müssen. Und oft haben wir das Gefühl, quasi unsere Berufung ist so, ist eine völlig unbekannte Komponente. Dabei ist quasi Berufung wirklich an jedem Atemzug um dich herum sichtbar. An der Kunst, die du aufhängst, an den Konzerten, die du besuchst, an den Menschen, mit denen du dich gern umgibst, an den Büchern, die du liest und vor allen Dingen eben an den Themen, die dir sozusagen ihren Stempel aufgedrückt haben und die dich gern oder ungern quasi zwingen, dich auf den Weg zu machen. Das ist sozusagen oft der kosmische Arschtritt, der uns in Bewegung setzt. Und das, was uns, unsere Berufung ruft uns, also dieser Ruf ist sozusagen die ganze Zeit eigentlich in unserem Raum. Und wie gesagt, es sind größere, übergeordnetere Themen als einzelne Ausbildungen. Das sind oft Prozesse. Und das, was wir weitergeben, ist unsere eigene Erfahrung, die wir durchlaufen, wenn ein Thema sozusagen seine Hand auf uns gelegt hat. Und in meiner Vorstellung und in meiner Erinnerung ist es so, dass das Themen sind, die wir vor dieser Inkarnation bewusst wählen. Wir wollen bewusste Erfahrungen machen, um bestimmte Aspekte tief zu erforschen. Wille, Mut, Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe. Und wir wählen in einem Leben bestimmte Facetten von großen Themen, um sie tief zu durchleuchten und dieses Terrain besser kennenzulernen. Und das, was wir weitergeben, ist unser eigenes Prozess-Know-how, wie wir mit einem Forschungsthema umgehen, was wir dabei lernen, wie wir wachsen, aus welchen Illusionen wir aufwachen mussten. Und ja, also ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, die unsere Seele trifft. Also Vereinbarungen, die wir haben mit dem Schicksal, mit anderen Menschen, mit diesen Dingen, die uns claimen, die uns in Beschlag nehmen, die uns am Wickel packen und unsere Persönlichkeit sozusagen
dann damit durchs Unterholz ziehen, so dass wir aus dieser Persönlichkeit aufwachen können. Und wie wir aus der Persönlichkeit aufwachen, das ist für die meisten Lichtarbeiter, Visionäre, Solopreneure, das eigentliche Know-how, das wir weitergeben. Und die ganzen Ausbildungen, die wir dazu haben, das sind Werkzeuge, das sind Hilfsmittel, Erinnerungen, Landkarten, die wir nutzen, aber unser heiliges Know-how ist das Know-how, das wir auf den Straßen unseres Lebens gelernt haben und wie wir mit den Illusionen aus dem Land der Matrix und aus dem Reich unserer Persönlichkeit, wie wir damit umgehen und damit aufwachen. So, ich hoffe, das ist eine interessante Anregung. Liebe Grüße, Katharina. Wenn du Fragen hast, klar, wie immer, kannst du mir gerne eine Mail schreiben. Hello at Katharina Zuleger. Ich beantworte Fragen gerne. Baba.